etwa 120 Sonnenhäuser gemacht in ganz Bayern, Österreich und Südtirol. Da wirklich sehr viel Erfahrung. Man sieht jetzt da zum Beispiel ein Haus, das ist gerade ein aktuelles Projekt in München. Da ist der Speicher zentral im Gebäude und die Speichertechnik ist dann auch direkt am Solartank angeordnet. Das Silberne ist die Isolation vom Speicher, da sieht man den Treppenlauf, also alles ganz kompakt unter der Treppen organisiert. Man sieht jetzt auch im Hintergrund etwa die Ausdehnungsbehälter, also einfach, um das einmal abschätzen zu können, was man da Platzbedarf hat. Das sind die Ausdehnungsbehälter kann man ja machen, wie man machen. Ja, die haben eine gewisse Größe, also man muss eine gewisse Größe haben. Das wird errechnet anhand der Pufferspeichergröße, man sieht das jetzt da. Und das sind meistens dann bei Sonnenhäusern zwei Gefäße. Das ist das Solarausdehnungsgefäß. Und die werden jetzt in ihrem Fall da hinten unterbracht. Und diese ganze Pumpentechnik wäre also da vorne angebracht, wenn man vom Flur reingeht, dass man da einfach zum Beispiel eine Trockenbauwand hat, wo man dann aufklappt. Und da sind dann die Pumpen drinnen. Wo man einfach schön dazu kommt. Ja, das haben wir schon gemacht. Das könnten Sie sich einmal anschauen bei einem Haus. Ich denke jetzt speziell an ein Haus in Markelkofen. Bei Dingolfing, da ist das genauso gemacht. Der hat einen Garderob davor und der klappt den Garderob auf und dahinter sind die Pumpen. Also, ja, das ist praktisch. Aha. Das sowas kann man so. Das könnten Sie sich gerne mal anschauen. Mhm. Der schiebt das einfach auf Zeit. Das hat davor die Kleider hängen und dahinter ist dann Pumpen. Das hat überhaupt keinen Aufwand. Und so war es ja bei Erna, also dass sie wirklich den Wohnraum komplett ausnutzen und dafür einen Speicher ja, optimieren können von der Größe. Ja. Also im Grunde ist das sehr einfach, das Prinzip. Und von den Solarkollektoren her, da kann man auch etwas zeigen. Da sieht man jetzt größere Anlagen. Es sollten halt möglichst steil sein, die Anlagen. Da sieht man jetzt zum Beispiel ein Passivhaus, das ist in der Nähe von Deggendorf. Das ist ein Holzständerhaus mit sehr, sehr guten U-Werten, 0,15 etwa der Außenwand, U-Wert 0,85 die Fenster, das Dach 0,13, das heißt, das ist Passivhausqualität. Der hat einen Speicher auch zentral im Gebäude, das könnten Sie auch zum Beispiel einmal anschauen, wenn Sie wollen. Und der verbraucht etwa 2 bis 3 Raummeter Holzbrühe. Das sind 40 Quadratmeter Solaranlage. Das ist ein Mehrfamilienhaus in München, ein saniertes Wohngebäude in der Nähe von Nürnberg. Ja, das ist in Grafenau, also eine Solaranlage im Kupferdach integriert. Da sieht man jetzt auch wieder diese, es zieht sich durch, die Solaranlagen sollen eben wirklich mindestens 40 Grad steil sein. Hier haben wir 50, 55 Grad Steilheit. Da kommen wir halt sehr stark in Richtung Optimum hier. Das ist super. Ja, das ist in Scherding. Das ist auch der Wunsch gewesen vom Bauherrn, immer schon der Traum gewesen, eine große solarthermische Anlage, wo er sein Gebäude versorgen kann, seine Werkstatt versorgen kann. Und das hat er auch gemacht. Er hat also einen großen Speicher hier integriert mit 220 Kubikmeter, 90 Quadratmeter Solaranlage. Und das Gebäude wurde extra so steil gemacht im Süden, damit die Solaranlage Platz hat. Das Pultdach, was man da im Norden noch sieht, da ist jetzt Photovoltaik drauf. Also im Grunde ist das ein Bau. Ein voll aktiviertes Gebäude mit Solarthermie und mit Photovoltaik. Ja, das sind einfach viele Beispiele. Da sieht man jetzt die Anlage in Südtirol, ganz steil. Das ist besonders wichtig an einem sonnigen Standort, der viel Wintersonne hat, dass der Solarkollektor ganz steil ist. Hier haben wir sogar 75% Grad Steigung. Weil einfach, warum? Im Sommer dort sehr, sehr viel Leistung ist. Das Südtirol, das ist ja schon Italien, da haben wir einfach extreme Einstrahlungswerte. Und die Anlage im Sommer kriegt nicht mehr Temperaturen, Pufferspeicher wie 80 Grad. Das ist super, weil was tue ich im Sommer mit einer riesen Leistung, die bringt gar nicht so viel. Weil das eben sogar noch teilverschattet ist im Sommer bei hohem Sonnenstand. Im Winter hingegen, wenn die Sonne tief steht, bringt diese Anlage voll Leistung. Da ist eben viel Wintersonne, wissen Sie, da rentiert sich sowas so steil zu machen, weil viel Wintersonne ist. Bei uns bräuchte man die Anlage keine 75 Grad steil machen, weil nicht so viel Wintersonne da ist. Das muss ich eben in der Planung etwas berücksichtigen, aber da haben wir, eben wir wirklich viel Erfahrung und können das dann auch im Gebäude mit einbringen. Das ist in Scherding ein aktuelles Projekt, da sieht man, das habe ich deswegen fotografiert vorletzte Woche, dass man sieht, wie da der Schnee abfällt.
Weil viele denken ja immer, ja im Winter ist ja das zugeschneit. Aber das war, ist jetzt ein hervorragendes Beispiel. Da sieht man jetzt den normalen Dachzirkel und da ist die Solarkollektoranlage, das rutscht ab. Und wenn jetzt die Sonne scheint, dann habe ich dort einfach volle Leistung. Eben auch wieder 45 Grad steil. In Schärding steht das. In Schärding, in St. Florian. Da kann man Kartenzeichen fahren und das anschauen, wenn es will. Das ist der Pufferspeicher von dem Gebäude. Der ist jetzt ein ganz schmal und sehr hoch über das Gebäude. Der hat, glaube ich, 11 Meter oder so. Also geht vom Keller bis ins Spitz rauf. Und ist sehr schmal dafür. Wurde dann einfach, nachdem die Anschlüsse rausgezogen sind, mit Kanthölzer verkleidet. USB-Platten außen und hier dann auch wieder dran die ganze Pufferspeichertechnik. Also es braucht im Fall Platz, wie es sehen. Das kann man wirklich da dran machen. Das ist alles. Ja, das sind jetzt Projekte auch aus der Gegend. Das ist eine Villa in der Nähe von Deckendorf. Mehrfamilienhaus in München. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel von der Kombination von Photovoltaik und Solarthermie. Man kann das auch gut und schön kombinieren. Das ist ein ganz aktuelles Projekt in München. Das ist ein Mehrgenerationenhaus mit etwa 350 Quadratmeter Wohnfläche. Wohnen auf drei Ebenen. Im Erdgeschoss wohnen die Großeltern, im Obergeschoss wohnen die Bauherren, die Eltern und oben wohnen die erwachsenen Kinder in zwei Apartments aufgeteilt. Also wirklich die gesamte Familie unter einem Dach. Als Solaraktivhaus, Photovoltaik im unteren Dachbereich, Solarthermie im oberen Dachbereich. Solare Deckung etwa 60% vom gesamten Haus. Das sind jetzt Beispiele, die einfach mehr und mehr kommen. Diese Kombination auf dem Dach von beiden, von Photovoltaik und Solarthermie. Kein Zirkel mehr auf dem Süddach. Was nutzt man der Zirkel, der warm wird? Ich brauche die Energie im Haus. Das ist so das. Da sieht man jetzt da, dass sich das dann einfach in einem Baugebiet auswirkt, dass der Nachbar eben mit dem redet und sagt, was hast du da gebaut, ich möchte auch sowas haben. Und dann entsteht einfach im Nachgang ein zweites Sonnenhaus, das ist in Regensburg. Das war als erstes entstanden, das als zweites. Da habe ich da eine Anlage in Südtirol, in der Nähe von Meran, mit aufgeständerten Solarkollektoren, das ist ein Apfelbauer, wenn man sieht. Das ist auch in Südtirol, das ist im Passaiertal, an einem sehr steilen Hang, wo das Haus gebaut worden ist, ein Doppelhaus. Und einfach über dem Haus, auf dem steilen Hang dort, eine Fläche betoniert worden ist, wo die Solarkollektoren frei aufgeständert sind. Da sieht man die Anlage wieder von dem Apfelbauer. Ja, einfach viele Beispiele. Ein aktuelles Bild von einem Projekt in der Nähe von Ingolstadt. In der Mitte Photovoltaik, außen Solarthermie. Müllviertel, wo sehr viele Steine sind, steinreich, wie man sieht. Genau. Da ist eben auch so ein Gestell gemacht worden vom Bauherrn, ein ganz robustes Gestell, wie Sie sehen, da kann ja fast der Erdbeben kommen. Und da haben wir dann die Solaranlage drauf gebaut, vor dem Gebäude mit der Fernleitung verbunden. Fußbodenheizung. Es ist wichtig beim Sonnenhaus, dass die Fußbodenheizung eben sehr engmaschig verlegt worden ist, damit die Temperatur nicht sehr hoch sein muss, was ich vorher. Das sieht man jetzt da sehr schön an dem Beispiel. Und da unten sehen Sie jetzt auch wieder diese Ausdehnungsbehälter mit der Speichertechnik. Ja, das sind jetzt einfach Beispiele von Anlagen. Und jetzt geht es halt darum, dass man das ausarbeitet dann, dass man die Kennzahlen nochmal mit einfließen lässt und einfach schauen, ob die Größe jetzt vom Pufferspeicher zu groß ist oder zu klein ist. Ich glaube eher, dass es gut bemessen ist, das ist auch sinnvoll. Es ist eine reine Schätzung. Richtig. Und sonst wenn man nur anders dran geht, dass man einen kleinen Speicher einbaut und zum Schluss wieder größer und nimmt was weg, dann das ist schlechter. Das ist schlechter. Als wenn man von vornherein einmal großzügig dimensioniert und dann wird es kleiner, dann ist das meistens positiv. Deswegen finde ich eigentlich, dass der Entwurf schon gelungen ist. Und dass man aus dem schon was herausziehen kann. Ja, die Sachen, was wir da haben.